Da bin ich wieder am Start. Gucken wir mal, ob wir unsere Sachen da noch haben. Das müsste ja alles hier liegen noch. Das können wir einstecken, das können wir noch verbrennen hier. Warte mal. Okay. Das ist alles drin, cool. Das Problem ist, das Geld kriegen wir nicht rein. Wir lassen das mal so. Ich würde das Geld da gerne reinpacken irgendwie. Oh. Ich hoffe, das geht irgendwie. Ich würde gerne den Geldkoffer mitnehmen, aber ich glaube, ich kriege den da einfach nicht rein. Okay. Geht der Koffer zu? Ja, geht. Komm schon, komm schon, komm schon. Mann. Es geht einfach nicht. Es ist zu viel hier drinne. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich würde das mal gerne alles mitnehmen. Können wir ein bisschen rütteln, dass es da reinpasst? Ah. So, die Musik ist gerade ein bisschen laut. Wir hören auch gerade die Stimme nicht mehr von ihm. Ich würde ja gerne den Geldkoffer mitnehmen, das wäre cool. Ich glaube, ich muss mich entscheiden, was ich mitnehmen will, wa? So, das kommt hier noch rein, an die Seite wieder. Mist. Okay. Der Koffer ist leer, ne? Ja. Geht einfach nicht, das ist zu groß. Komm, ich geh zu. Es passt nicht rein. Es ist zu viel hier drin, glaube ich. Komm schon. Das muss doch irgendwie funktionieren. Da kommt, schmeißt den weg. Ist egal. Das gehört noch zum Set hier. Das muss doch irgendwie reinpassen. Jetzt spuckt er mir wieder was aus. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Den Koffer würde ich hier lassen zur Not, aber ich würde das gern so mitnehmen. Mist. Jetzt muss ich drauf rumspringen hier, ey. Ich muss echt irgendwas rausschmeißen hier, ne? Kriege ich das jetzt zu?
Jetzt geht's zu. Aber ich habe auch zwei Sachen hier drin nicht mehr. Er geht zu. Das Schwert ist sich nicht gut hier. Na komm her hier. Es geht nicht. Es sieht so ungünstig da drinnen, dass das nicht zugeht. Wie kann ich das so deichseln, dass ich das da reinkriege? Das muss doch irgendwie machbar sein. Okay, bei den Knarren kann ich es vielleicht verstehen hier irgendwie, dass das ein bisschen zu eng wird, aber... das gerne irgendwie mitnehmen. Komm schon, drücken. Drücken, drücken, drücken. Ja, es will nicht. Es ist zu viel. Mann. Das bewegt sich alles zu stark da drin, ne? Ich versuche das irgendwie ein bisschen zu modeln. Aber ich krieg das nur nicht hin, ne? Was ist da alles reinpasst? Es muss auch irgendwie gehen. Jetzt geht's zu, aber... Das geht einfach nicht, ne? Das da drinne, aber das Geld ist einfach zu viel. Das funktioniert nicht mit dem Geld. Ich würde gerne die Sachen echt mitnehmen. Das Problem ist, ich kriege das Radio da nicht mehr rein, halt, ne? Es geht, aber das Radio muss da noch rein. Das Radio ist zu viel. Bitte, 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 bitte. Ach, Mann. Das Radio ist zu viel einfach. Die anderen Sachen passen da gerade rein, aber das Radio nicht. Jetzt passt es nicht mehr, weil es hoch ist. Man müsste es irgendwie anders legen, halt, da drinnen. Jetzt fällt das Geld raus hier. Ach, Mann, ich weiß nicht genau, wie ich das quetschen soll. Ich würde das gern alles mitnehmen. Vor allem, wie ich das Radio mitnehmen. Das ist wie ein besonderes Radio hier. Ist halt ein Shadow Warrior Radio. Komm schon, das muss da irgendwie reinpassen. Ich würde den Ständer halt gerne mitnehmen hier. Komm schon. Es lässt sich nicht vernünftig reinpacken. Das kommt, weil es halt hier so auf halb acht liegt. Ich kann's. Jetzt kann ich es reinpacken. Ich würde das Radio gerne noch reinkriegen, Mann.
Die beiden Sachen, wenn das noch reinpasst, perfekt. Komm schon. Ach, Mist, ey. Es hapert am Radio. Komm schon. Oder es dürfen nur so und so viele Entities mitgenommen werden. Das kann natürlich auch sein. Nochmal alles weg hier gerade. So. Jetzt muss ich die Sachen allerdings wieder einsammeln. Oh je. Ich hoffe, ich kriege das ein bisschen gerüttelt hier, dass das da reinpasst. Wenn ich die Schwerter da unten in die Ecke kriegen würde, ne? Das funktioniert schon mal nicht. Das hängt hier im Weg. Menno! Das kann ich wahr sein. Jetzt fummel ich hier wieder dran rum. Das tut mir leid. Ich versuche das da irgendwie. Ich will das da rein haben. Das bisschen rütteln, dass das da richtig reinpasst. Ein bisschen maximalen Platz drücken hier. Maximalen Platz. Dass sie irgendwie die Ecke gerückt kriegen würden, ne? Ja, das ist toll. Hier den ganzen kleinen Scheiß zum Beispiel. Das ist jetzt ein Puzzle. Ob ich das Puzzle hinkriege, weiß ich allerdings noch nicht. Das müssen wir jetzt probieren. Das macht mir halt Sorgen hier. Okay, das passt. Problem ist, die Musik ist gerade echt laut, das tut mir leid. Ich versuche die Sticks und so mal an die Seite zu quetschen, das Geld. In Hoffnung, dass ich das da irgendwie hinkriege. Mist, es ist hingefallen. Geht der Deckel noch drauf? Ne, geht er nicht mehr. Da geht's schon los. Das Messer blockiert schon wieder. Beziehungsweise das Samurai-Schwert. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das am besten machen soll dann da. Muss doch irgendwie machbar sein. Ich darf auch nicht zu stark rütteln, weil das sind ja Entities. Die fangen dann an, sich selber zu bewegen und das ist dann ungünstig. Da geht schon los. Es bewegt sich halt schon da drinnen. Das ist schon nicht gut. Es sind zu viele Entities hier drin schon wieder. Ich bin ja nicht mal fertig. Es geht schon nicht mehr wieder, ne? Das gibt's doch nicht. Gehst du da wohl rein? Das halt gern mitnehmen. Okay, so rum geht es. Aber wir haben noch so viel Kleinscheiß hier liegen, ne? Müssen die ganzen Scheine hier noch mitnehmen und
Die ganzen Sticks, das macht mir noch Sorgen. Zur Not schmeißen wir schon ein paar Samurai-Sterne weg hier. Ein paar Ninja-Sterne hier. Wenn es nicht geht. Das würde ich wohl in Kauf nehmen. Oder ich muss echt einen Teil mitnehmen, muss das dann nochmal spielen. Und den Rest mitnehmen dann beim nächsten Mal. Wenn es nicht anders geht. Das ist ein bisschen schade hier, ne? Okay. So, die Sticks sind auf jeden Fall wichtig. Die Sticks brauchen ganz schön viel Platz, muss ich zugeben. Die machen mir echt noch Sorgen hier. In die Knarren habe ich noch gar nicht reingepackt. Tja, oder ich muss die Knarren hier lassen, dann. Die müsste ich mir noch holen. Das erinnert mich ein bisschen an, wie heißt es? A Blade Runner, hier die Knarre. Komm, wir schmeißen die weg hier. Dich muss ich ja noch reinkriegen, ne? Wenn sind das zwei gleich große? Du müsstest, nee, kleiner sein. Du bist kleiner. Das sind ja drei eigentlich, drei Größen. Ein großes Schwert, ein kleines Schwert und halt ein Messer sozusagen, ein Harakiri-Messer. So. Okay. Wir haben ja zum Glück gespeichert. Das geht auch weg. Den Koffer müssen wir leider wegschmeißen. Das geht nicht anders. Das geht nicht anders. Kriegen wir dich noch mit? Ich weiß nicht, ob das mitgeht. Wir müssen den Koffer halt zumachen, das ist das Problem. Oh, Backe. Das funktioniert nicht, ne? Komm schon. Du brauchst nur für einen Moment, dass ich dann gerade zum Ausgang gehen kann. Das reicht schon. Wenn du das machen würdest... Oh, der hängt schon unten runter. Oh, Mist. Jetzt kriege ich das da nicht mehr rein. Das darf doch nicht wahr sein. Es geht nicht mehr. Komm schon. Lass mich hier nicht hängen. Nicht auf den... Nicht auf den Dingens legen. Komm schon. Das lässt mich nicht mehr. Komm schon, komm schon. Wir müssen das ein bisschen einmassieren, dann geht das da schon rein. Okay, es geht. Hier, komm, dann geht das weg. Ist mir egal. Oh nein, das ist ein Stick. Verdammt. Okay, wir haben nichts vergessen. Ne, okay, dann jetzt schnell nächste weg hier. Ich lasse den da stehen und hoffe mal, dass das klappt. Ich bin gespannt, was wir jetzt für ein Ende kriegen.
Please swipe your card and pull the crank attention. Do not put gum on or around the device. Any and all perpetrators will be bumped up for reassessment. Thank you and have a productive shift. Reassessment, ist das, müssen dafür bezahlen dann? I'm proud of her, I don't care, I'm done here and the unit's got my back. Okay, hier, proud. Promoted, Aerospace Sanitation Inc. Official Employment Assessment, C-Right. Janitor, age 17, oder ein Jahr später. Sanitation Professional promoted. Subject Conclusion, you cautiously left the work site with a bargaining trunk filled with blood money. During your thoroughly cleaning, you amassed a total of $1,825,000 from the area. You only hope no one will notice its absence. Okay, das ist nicht gerade wenig. You attempt to hide your smirk upon returning to the office. Your colleagues are sure to punish you for doing a good job, but as long as they don't find your rainy day fund, all is good. Wie geil ist das denn? Du hast deine Arbeitsstelle vorsichtig verlassen mit einem Arsch voll Blood Money, also Blutgeld. Also dein Koffer voll mit Blutgeld. Während deiner Aufräumarbeiten hast du $1,825 Millionen von aus dem Gebiet abgeräumt oder mitgenommen. Du hoffst nur, dass niemand das Geld vermissen wird. Dein Versuch, dein Grinsen nach der Rückkehr ins Büro zu unterdrücken. Nee, du versuchst dein Grinsen bei der Rückkehr in dein Büro zu unterdrücken. Deine Kollegen sind sicher, dich dafür zu bestrafen, einen guten Job gemacht zu haben. Aber solange sie nicht rausfinden, dass du einen guten regnerischen Tag, hätte ich jetzt mal gesagt, hast du alles gut. Das ist aber auch so eine Redewendung, glaube ich. Okay. Was haben wir hier? 97% machen wir mal schlecht. Was haben wir denn vergessen? Official Notice. Dear Henchmen, after due consideration and thorough investigation, it's Scylla Enterprise view that you should receive a petty promotion. You should receive the following benefits. Upgrade from 24x32 of workspace to 26x40. Wow. A 5% financial before tax increase. A 3 space jump on the henchman equipment waiting list. Keep up the decent work and you may even rise to the esteemed position of head hygiene henchman within 20 years. Thank you and have a nice day. Sie haben es nicht mitgekriegt. From the desk of Mr. Sumo. S. Sumo. sehr geehrter henchman hier, wie soll man sagen, Hilfsarbeiter. Nach der eingehenden Überlegung und gründlichen Untersuchung ist Scylla Enterprise zu dem Entschluss gekommen, dass du eine kleine Promotion bekommst, also eine kleine, wie soll ich sagen, Zuwendung oder Beförderung, kann man das so sagen, einen kleinen Bonus bekommst. Du sollst die folgenden Vorteil bekommen. Mein Büro wird vergrößert von 24x32 zu 26x40. Ich bekomme 5% mehr Gehalt vor Steuernabzug. Ein
A3 Space Jump, was ist das denn? Ein A3, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Arbeitsklamotten. A3 Space Jump on the Henchman Equipment Waiting List. Ich bekomme A3, was? Space Jump, ja, ich hätte gesagt, so ein Arbeitsanzug, also so ein Gummianzug von der Warteliste. Mach weiter so gute Arbeit und du wirst vielleicht auf die Position des des Kopfes der Hilfsarbeiter schaffen, also der Hausmeister schaffen in den nächsten 20 Jahren. Danke und hab einen schönen Tag. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Es ist noch alles einigermaßen aufgeräumt hier. Und die Mucke läuft hier übrigens immer noch, falls euch das aufgefallen ist. Ich kann sie nicht ausschalten irgendwie. Aber guck mal, es fällt nicht auf, dass da so spitz rausgucken, ne? Na gut, wir haben es geschafft. Oh Mann. Ich muss da mal demnächst eigentlich mal, ich muss eigentlich mal ein bisschen ausräumen noch hier, Leute. Dieser Stuhl, ne? Oh nein, jetzt fallen auch die ganzen Dinger runter hier. Wir müssen da mal wieder... Nein, 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 bleibt alle da. Dieser Stuhl, ne? Okay, wir machen mal die Truhe auf. Oh Gott. Okay, das kommt hier rein, oder? Ne, das müssen wir da reinpacken eigentlich. Mist. Okay, das kommt dahin. Was ist das hier? Inspection Report. Pagoda appeared to be in a clean state, more or less. Thorough searching revealed nothing alarming, at least as far as the cleaning is concerned. The cleanup detail employed to work on this pagoda performed acceptable, and I tentatively suggest that they be tasked with further employment opportunities. I did, however, discover several safety hazards in the pagoda, but this is not their department. I wish to see more employees follow this example. I shall be watching this cleanup crew closely. If they slip, they will find me less than pleasant. Oh, das ist der Reinigungsdude hier. Mr. N. Opaque. Die Pagoda. Ist das blöd, dass die Musik... Können wir die Musik leider machen? Warte mal. Kann ich die Musik ausmachen? Ich würde dich gerne ausmachen. Ich glaube, das war ein Fehler, die mitzunehmen. Okay, ist nicht ganz so laut. Kriegen wir das da irgendwie so rein? Wir haben die eine Knarre nicht mitnehmen können, aber das ist okay. Damit kann ich leben. I do feel lucky, Punk. Die Sticks kommen hier mal hin. Ich weiß nicht genau, wie die einlesen können. Ich muss noch mal gucken. So. Wir haben echt keinen Platz mehr. Wir brauchen mehr Platz hier, mehr Regale. Wir müssen das mal vernünftig einsortieren hier. Das gibt's doch nicht. So. Puh. Ja, das Geld weiß ich nicht genau. Wir müssen das irgendwo anders hinlegen, ne? Ich weiß nicht genau, wohin. Wollen wir das hier verstecken? Wir stapeln das Geld mal da in der Ecke. Das wird auch keiner finden hier. Das fällt doch überhaupt nicht auf. Außerdem, wenn es Probleme gibt, wir haben hier ein bisschen... Okay, die müssen wir hier reinpacken. Ja. Cha-ching. Ich finde cool, dass wir das mitnehmen konnten. Ich habe das Gefühl, wir werden immer schlechter hier vom Putzen her. Wir sind jetzt nur noch bei 97%. Wir waren bei 98, beziehungsweise bei 99 ganz am Anfang. Und jetzt nur noch 97. Also
Gut, ich habe jetzt auch keine gute Arbeit geleistet, weil ich nicht lange noch darauf geguckt habe. So. Das ist nicht gerade wenig Geld. 1,8 Millionen ist verdammt viel Geld. Also damit kannst du schon ein paar Eimer kaufen, sag ich mal so. Problem ist halt nur, das fällt ein bisschen ab, weil das so blutig ist halt, ne? Das ist das Problem. So. Okay. Alter, ein ganzer Stapel mit Geld. Du müsstest jetzt kleine Scheine haben, da kannst du darin baden, ey. Krieg ich das da noch raus? Ich hätte das eigentlich verstecken müssen hier. Aber wir stellen ja die Kiste davor. Wir konnten nicht mit dem Geld abhauen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Da brauche ich das andere jetzt nicht ausprobieren. Oder lade ich nochmal? So. Nee, ich glaube, das ist okay. Whoop. Das ist meine Variante hier. Er steckt sogar fest hier, der Shuriken. Nein. Bleib doch mal da oben liegen. Das Regal ist ein wenig überfüllt, fürchte ich. Ja. Okay. Du da noch rein. Es geht einfach nicht, ne? Es ist zu voll einfach. Das gibt's nicht. Oder ich muss es echt nach unten packen irgendwie. Das Ding darf uns nur nicht auf den Fuß fallen. Es fehlt immer irgendwas anderes weg hier, ne? Komm schon. Jetzt geht das wieder los hier. Das ist ja wie bei Dingens. Wie in dem Koffer vorhin. Das ist eine never-ending Story hier. Okay, da bleibt's liegen. Sehr gut. Wie kann ich denn die Sachen da rausnehmen jetzt? Alles weg. Ist leer? Gut. Dann packen wir die Sticks mal hier hin. Das ist aber ein bisschen längere Episode hier, fürchte ich, ey. Okay. Bin überlegen, ob ich da vielleicht doch zwei Episoden draus mache, dann beziehungsweise drei Episoden dann. Denn das hat ja doch ganz schön lange gedauert jetzt hier. Weil ich das alles unbedingt mitnehmen wollte. Ja, vielleicht mache ich da eine extra Episode draus, muss ich mal gucken. Dann muss ich das ein bisschen rausschneiden, beziehungsweise umschneiden. Ich putze hier nämlich gerade noch, beziehungsweise räume das gerade noch weg. Ich muss irgendwie gucken, wie ich das mit den Sticks machen kann. Die muss man irgendwie auslesen können, meine ich. Ich meine, sowas noch im Kopf zu haben. Ich muss das immer noch mal rausfinden. Wenn nicht, dann ja, muss ich die Sticks irgendwie wegpacken. Da muss ich mir mal so ein paar Eimer mitnehmen. Das könnte ich da aus einer Standard-Facility machen, dass ich dann ihre Eimer mitnehme. Das können wir wegmachen. Achso, das wollte ich noch übersetzen. Die Pagoda scheint in einem sauberen Zustand mehr oder weniger zu sein. Nach eingehender Begutachtung haben wir nichts Alarmierendes gefunden. Zumindest nicht, was die Reinigung, betrifft. Das Cleanup Detail, die Mitarbeiter haben einen akzeptablen Job gemacht in der Pagoda und ich tendiere dazu, sie für weitere Arbeiten in Erwägung zu ziehen, so würde ich es übersetzen, oder zu vorzuschlagen. Ich habe allerdings einige Sicherheitsmängel festgestellt in der Pagoda, die aber nichts mit der Firma zu tun haben.
Ich wünschte, ich würde mehr Angestellte sehen, die dem Beispiel folgen. Ich werde die Reinigungsfirma genau beobachten. Und wenn sie missbauen, dann werde ich nicht mehr so nett sein. Oder missgebaut haben. Ne, wir haben eigentlich missgebaut, ne? Wir haben ja ein paar Sachen begehen lassen. 1,8 Millionen, um genau zu sein. Das ist dann schon ein wenig mehr. Was macht der Zettel denn da drin? Man buys Karate Army. Authorities are in a state of high alert this week after an unknown man reportedly bought out a martial arts studio, giving him access to a private army. Reports have already started coming in of shopping malls and offices being attacked by hordes of karate specialists. Any attempts to apprehend the suspects have failed miserably. Questions have also arisen as to how exactly the man, a common shopkeeper, got access to sufficient funds to finance such an initiative. Ach, guck mal, schau. Man kauft Karate Armee. Die Autorität, also wie soll ich sagen? Die wie soll man das jetzt sagen? Die verdammt, wie soll ich das jetzt sagen? Die Autoritären, ja, ich übersetze es mal so, die Autoritären sind in einem Zustand höchstens Alarms diese Woche, nachdem ein unbekannter Mann ein Martial Arts Studio gekauft hat, das ihm Zugang zu einer Privatarmee gewährt. Berichten zufolge haben sie angefangen, in Shopping Malls und Büros es sind Gerüchte im Umlauf, dass in Shopping Malls und Büros Horden von Karate-Spezialisten attackieren. Jeder Versuch, die Verdächtigen festzunehmen, hätte ich es bei gesagt, sind kläglich gescheitert. Die Frage, die sich also stellt, ist, wie konnte ein normaler Shopkeeper Zugang zu einem genügend Geld zusammenzukriegen, um so eine Sache zu starten, hätte ich mal gesagt. Was haben wir hier noch? Big Bang Theory. After the explosive news of an ignited fireworks factory last week, authorities have issued a statement suggesting they know the source of the fire. Apparently, the fire spread from an open and unattended incinerator unit in a nearby building. The fire soon engulfed much of the building and then spread to the fireworks factory. Reports of injuries and property loss are still incoming in as a result of the exploding fireworks. A nearby dog parlor has apparently been hardest hit. Nach einer explosiven Neuigkeit, dass eine Feuerwerkskörperfabrik in Brand geraten ist. Oh, ich habe den offen gelassen, ne? Ups. Letzte Woche haben die Verantwortlichen vorgeschlagen, nee, gesagt, dass sie die Ursache des Brandes gefunden haben, des Feuers gefunden haben. Ich habe das alles offen gelassen, ups. Anscheinend ist das Feuer von einem offenen, unbeaufsichtigten Verbrenner in dem nahegelegenen Gebäude übergegangen. Das Feuer hatte schon bald das ganze Gebäude
ja, eingeschlossen und ist dann auf die Feuerwerksfabrik übergegangen. Das war nicht so gut, wie ich sagen, ne? Das Gute ist, dadurch wissen die nicht, dass das Geld weg ist. Berichten zu von Verletzungen und Besitzverlust werden noch erörtert nach dem Ergebnis der Feuerwerksexplosion. Ein nahegelegener, ich weiß gar nicht, was ist das? Hundefriseur? Hat es am schlimmsten getroffen, okay. Weg damit, braucht keiner. So, das kommt hier noch hin. Dich stellen wir da hin, damit auch keiner das Geld sehen kann hier, so. Dich packen wir da noch hin. Okay, jetzt muss ich euch noch hier hochkriegen und dann ist gut. Oder auch nicht. Mann, das ist ja schlimm hier. Guck mal, das fällt ja immer wieder runter. Wow. Jetzt muss ich die noch wieder hier ins Regal kriegen. Die dürfen einem nicht auf den Fuß fallen. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Alles gut, alles gut. Das bleibt da stehen. Na gut. Jetzt haben wir es geschafft. Ich muss mal gucken, ich werde dann zwei lange Episoden draus machen. Also insgesamt sind es dann, ich weiß nicht, drei oder vier Episoden. Ich glaube vier Episoden wahrscheinlich, weil das hier noch alles dazu kommt als Boni dann. Hänge ich das einfach hinten dran. Der Kampf mit dem Koffer sozusagen. Und mit den 1,825 Millionen Dollar. Na gut. Ich mache mal den Schluss hier, weil das ist so verdammt laut. Ich muss mal gucken, wie ich das mache hier mit dem Ding. Das ist... Ich hätte nicht gedacht, dass man das Ding nicht ausmachen kann. Aber naja. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.